Okay, also nochmal herzlich willkommen zum Implementierenden-Austausch. Mein Check-in, ja, wir hatten noch ein bisschen technische Probleme. Meine Tastatur, die wollte eben gerade auch nicht so richtig. Jetzt geht's scheinbar. Und das hat ein bisschen meine Aufmerksamkeit, auch ja, die Übergabe von Patrick, der hat das eigentlich technisch gemanagt, der musste zum Kunden leider. Also muss ich erst noch ein bisschen so der Staub setzen für mich. Aber ich freue mich auf einen guten Austausch mit euch und bin mal ganz gespannt, was für Themen noch so kommen. Ich gehe mal weiter an Klaas. Jetzt stresst du mich aber. Moin, ich gucke manchmal über euch drüber, weil da ist der zweite Monitor. Es ist doof, dass der nicht daneben steht. Dann ist immer meine Nase her im Bild. Ich bin genau mit Dennis bei Hypoport. Puh, habe früher ganz viel Agilität gemacht und seit über 3 Jahren machen wir eigentlich nur noch Holacratie. Ich weiß nicht, ob ihr Hypoport kennt. Wir haben ja so 2000 Mitarbeiter jetzt in irgendwie 14, 15 Firmen. Davon machen irgendwie 6 Holacratie. Und bei 5 haben wir ganz viel Implementierung gemacht. Schon seit über 3 Jahren halt. Und genau, und so, ich bin total immer gespannt, neue Leute kennenzulernen und was ihr so macht und tut. Habe so ein paar Themen. Mich würde voll interessieren, ob Leute sich schon die Version 5 angeguckt haben der Verfassung, merke ich, gerade aufgenommen. Ansonsten, nee, bin ich gut da. Ich freue mich immer aufs Wochenende, muss ich sagen. Ich bin derzeit, Corona hat uns ganz schön gedrückt. Da haben wir Vollgas gegeben für Remote-Formate und Workshops und ich bin immer noch ein bisschen runter und bin dann auch froh, hier nach in den Sack zu hauen, um 5 und mich um die Kinder zu kümmern. So geht's mir. Und ich schmeiß weiter zu Oliver, weil da bin ich mir sicher, dass ich den noch nicht gesehen oder gehört habe irgendwo, würde ich behaupten. Das kann durchaus sein. Also, hallo, erstmal, ich bin Oliver. Ich war bis Mitte des Jahres bei Europace angestellt. Das heißt, auch als Coach dort und habe natürlich in Holokratie auch sehr gut mitbekommen, was ich absolut klasse finde. Ja, und deswegen ist natürlich so ein Forum wie das hier natürlich genau das Richtige für mich, um da halt auch weiterhin dran zu bleiben. Ja, das ist auch der Grund, warum ich mit dabei bin. Cool. Ulrich. Ja, mein Check-in. Ich bin leider auch noch nicht so ganz wirklich dabei und da, weil ich gerade noch was anderes abschließen will. Aber ich werde dann mich anschließen und einsteigen. Ein Thema habe ich ja auch. Das mit der 5.0er, das können wir vielleicht auch als Agendapunkt mit aufnehmen, wenn du da noch so total agil und holokratisch noch einen ergänzen möchtest. Das würde mich nämlich auch nochmal interessieren, ob da schon jemand irgendwie mal drüber geguckt hat oder die Sachen zusammenfassen kann oder dergleichen. Ja. Ich schreibe noch mal eine Spannung für dich auf, obwohl Klaas schon eine hat, aber vielleicht ist es ja was anderes, das wissen wir ja nie. cool. Dann Heike. Ja, ich war beim letzten Mal auch schon dabei, aber scheinbar keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, mein Name ist Heike. Ich bin teilweise eingestellt bei der Deutschen Bahn, bei einem ja, Teil der DB Netz, die sich um die Digitalisierung der Infrastruktur der Deutschen Bahn kümmert. Wir sind seit 3 Jahren auf einem holokratischen Weg unterwegs, aber angelehnt an den Loop Approach von The Dive. Und deswegen nicht komplett verfassungsgetreu sozusagen. Ich bin jetzt seit Mai dabei. Oliver kenne ich über sozusagen über die agile Community. Bin seit ja, guten 10 Jahren irgendwo mit Agilität in Kontakt. Seit 3 Jahren auch Coach und Beraterin. Und auch selbstständig, eben noch einen Tag in der Woche. Heute ist mein Selbstständigentag. Bin ich auch noch für Kunden außerhalb der Deutschen Bahn unterwegs. Genau. Und ja, im Großen und Ganzen interessiert mich ein Austausch, weil wir ganz viele Sachen natürlich irgendwo in der Praxis mir da begegnen, die ich so rein aufgrund der Verfassung oder irgendwelcher Community-Beiträge bisher nicht lösen kann. Genau. Cool, dann sind wir einmal durch. Ich teile jetzt doch mal den Bildschirm mit dem Hola Spirit, was ich jetzt aufgemacht habe für uns. Und dann könnt ihr das hoffentlich sehen. Genau, hier haben wir schon ein paar Spannungen.
Das können wir übrigens auch nochmal ändern. Klasse. Genau. Habt ihr noch weitere Punkte? Aber Checklisten brauchen wir nicht, ne? Haben wir nichts zu checken. Yeah. Habt ihr weitere Themen, die ihr gerne einbringen wollt? Irgendwas, wo ihr hängt bei Implementierung? Ja, also ich hätte noch was. Also immer wieder taucht auf das Thema Kapazitätsmanagement. Ich nenne es mal so, wie wir das unter dem Begriff, wie das bei uns so durch die Hallen wabert. Genau. Ja. Okay, cool. Ich glaube, wir fangen mal an, wa? Und dann gucken wir, was sich so noch so alles ergibt along the way. Ich glaube, da kommt noch was. Ansonsten könnt ihr ja immer auf Zuruf mir zurufen und ich tippe euch das ein und dann kommen wir dazu. Mach mal irgendwie Zufallsauswahl oder gibt es irgendein Thema, was gerne zuerst behandelt werden will? Ich höre nichts, also Zufallsauswahl. Ich würde alles zurückziehen, genau. Ich würde so, andere spannender. Nee, ich würde immer sagen, ich würde außer YouTube, das würde ich aber den Rest, mach mal los, andere will ich vielleicht zurückziehen. Irgendwie kann du musst ich auf Agenda nicht... erst klicken. Das kennst du doch, Dennis. Du musst auf ach Agenda so, sein. Ach du Scheiße. Ja. Du musst das tun erst seit 3 Jahren, das ist gar kein Thema. Ja, genau. Ich habe nur die Holo-Rolle. Okay, Version 5 der Verfassung, Ulrich. Was brauchst du? Ja, nee, also genau. Ich wollte wissen, hat sich damit jemand schon beschäftigt und könnte mal kurz einen Überblick geben? Gerne auch inklusive der eigenen Meinung dann. Ja, Klaas. Ja, also ich weiß gar nicht. Ich fände es auch spannend von anderen. Also wir haben definitiv drauf geguckt. Dennis kann es sicherlich wieder ergänzen, immer mal wieder. Ich würde mal sagen, wenn es kurz ist, die Verfassung 5 ist viel cooler als die 4er. Aber ich bin mir nicht sicher, wie relevant das für einen Praxiseinsatz wird, wenn man schon läuft. Also die haben halt viele Konstrukte nochmal klarer gezogen, auch Rollenbeschreibungen besser gemacht, aber wieder eigentlich allgemeiner, was zum Start vielleicht schlechter ist. Also zum Beispiel Leadlink, Facilitator, auch Secretary sind nochmal vereinfacht, die Rollen, haben also einen größeren Purpose, aber dementsprechend bei Leadlink würde ich es gerade sagen, viel weniger Klarheit, was der tun muss. Und die haben ja eh schon so viele Probleme, wenn die ihre Accountabilities angucken. Die sind toll, ne? Und kriegt keiner geregelt. Wenn ich das jetzt allgemeiner zum Beispiel habe, wird das, finde ich zwar irgendwie nett, aber vielleicht in der Praxis nicht so schön. Was die auch drin haben, was ich toll finde, ist, dass es keinen Unterschied mehr zwischen Kreis und Rolle gibt. Jeder darf sich ja sofort zu einem Kreis machen, was eigentlich erstmal eine total logische Sache ist, viele Probleme rausnimmt und da hat Dennis ja auch eine Frage gestellt und Brian ein total cooles Video gemacht, was leider abgeschnitten ist, aber so 8 Minuten philosophiert er einmal auf der Frage rum, warum das gut ist. Ich glaube aber auch da, auch wenn ich das nützlich finde, ich stelle mir zum Beispiel ein Scrum-Team vor, um das mal klarer zu machen, wir haben die Rolle Developer Multi gefüllt, jetzt wollen die sich eigene Regeln geben, wie sie den agilen Prozess gestalten. Großartig, könnten sie einfach machen, müssen sie kein Governance machen, können einfach, sind alle dann Leadlink, können sich Richtlinien geben, Unterrollen definieren, wie sie arbeiten wollen. Wäre eigentlich nochmal viel logischer. Ich glaube aber, wenn ich mir das, und das hört sich doof an, aber wir arbeiten ja schon lange, wenn ich mir das angucke, ist das für viele Leute nicht praxisrelevant in den ersten Jahren, diese ganzen Kniffe. Wenn sie schon V4 können, so. Wenn man aber neu startet, ist ja da auch drin, dass man die, es ist noch viel leichter geschrieben und es gibt keine Vorreferenzen. Also die haben versucht wirklich zu schaffen, dass alles, was aufkommt, erst definiert wird und du kannst dann auch das atomar oder also stückweise adaptieren und anfangen und haben dafür auch sich Gedanken gemacht, wie das funktionieren kann, was großartig ist. Halt wieder blöd für Leute, die bei 4 gestartet sind, weil da der Umschwung ein bisschen schwierig wird, weil zum Beispiel auch Leadlink jetzt Circle Lead heißt und dadurch natürlich auch, wenn man sich einfach an Sachen, also neue Begriffe wieder gewöhnen muss, das kann Schmerzen machen. Ich finde aber, also viele Sachen sind erstmal toll da drin. Die haben einen besseren Ressourcenprozess da drin, der fällt mir auch immer wieder ein.
vorher musstest du ja über den Leadlink gehen und es ist so ein bisschen unklar, wie die Ressourcen funktionieren. Die haben halt die Richtlinie, die H1 auch schon länger hat, adaptiert als eine Grundregel, dass jeder irgendwie, wenn er Ressourcen ausgeben will, ich behaupte, das ist immer noch so, sonst Dennis, du sagst, dass es anders ist, das war zumindest mal der letzte Stand, den ich hatte, dann sage ich, ich habe die Intention, Geld da und dafür auszugeben. Und alle können das eskalieren, wie so ein asynchrones Proposal, was ja ein viel besserer Part ist, dass alle das eskalieren können. Und der Leadlink kann natürlich, wenn er das machen will wie früher in V4, sagen, ich eskaliere einfach alles. Dann hat er die gleichen Rechte, aber auch andere sind sofort eingeladen, auf Ressourcenspendings zu gucken und da einen sinnhaften Input zuzugeben. Und wenn halt niemand sich in endlicher Zeit meldet, dann wird das eigentlich dann durchgehen als Gedanke. Und das fand ich toll, weil Brian das auch damals einmal schön erzählt hat, warum findet er das wichtig? Diese Frage kam, darf ich das ausgeben? Er sagte, ja, aber findest du das denn sinnvoll? Und das war eigentlich das, was die Frage war. Wenn du das Geld freigibst, kannst du bitte die Entscheidung treffen, dass das ein sinnvoller Schritt ist. Und das ist halt nicht mehr, weil man muss ja sagen, ich habe die Intention, Geld auszugeben, weil ich glaube, das ist sinnvoll. Das macht also noch mehr Selbstorganisation. Und sowas ist an vielen kleinen Stellen da. Deswegen ist das total genial. Einzig aus der Praxis frage ich mich, wie kommen wir rüber dahin, wenn du 4 machst und die ganzen Sachen halt auch gesetzt sind, weil das halt, glaube ich, eher so im Optimierungsbereich liegt, die Veränderung. Es ist kein so großer Shift mehr drin, dass sich der vielleicht der Aufwand der Investition lohnt, so viele Menschen in der Firma darüber zu ziehen. Das ist so mein Gefühl. Wenn du da gute Teile findest, dann kannst du immer sagen, mache ich eine Policy draus, hängt sie an den Ankerkreis und so, oder eine lokale Ratifizierung, eine lokale Anpassung der Verfassung sozusagen könnte man machen. Ne? Und von daher, was interessant ist, ist allerdings jetzt für angehende Coaches oder für wo es eben noch nicht eingeführt ist, dass die Struktur des Dokuments eben modular ist, sodass dass sie eine modulare Implementierung unterstützt. Das bedeutet, dass man eben sagt, man kann eben alle Paragraphen bis, es gibt dann, glaube ich, 6 Artikel und Artikel 5 ist irgendwie Governance und Artikel 6 ist Partnership Matters, glaube ich. Man kann dann sagen, wir nehmen Artikel 1 an, dann nehmen wir Artikel 2 an, dann 3 und 4 und 5 schenken wir uns erstmal, weil das Governance und also wir wollen jetzt noch nicht so tief eingreifen in die Autoritätsstruktur oder sowas. Oder wir fühlen uns noch nicht so reif. Oder man kann das dann halt, was ja früher irgendwie so nicht so sozusagen Lehrmeinung war, zu sagen, wir machen es modular, sondern alle Regeln gelten auf einmal. Sagt man jetzt, okay, wir nehmen uns ein Regelset nach dem anderen vor und führen das eben Stück für Stück ein. Und damit aber die Leute dann... Sorry, Dennis, aber hältst du das für praktikabel? Also ich meine, jetzt ist es Solacracy, wenn du jetzt Artikel 5, Governance machen wir nicht. Also ist das für mich nicht. Also für mich ist das alles wischiwaschi. Ja, aber ich kann verstehen, warum vielleicht, keine Ahnung, wie es bei Deutsche Bahn ist, Heike, aber wenn du da vielleicht anfängst mit nur mit Tactical Meetings und sowas und später die Governance Meeting hinzufügst, ist das vielleicht einfacher zu schlucken, wenn man schon merkt, oh ja, Tactical hat uns was gebracht, jetzt wollen wir auch nächsten Schritt gehen. Also dass nicht so dieses Binäre bei der Implementierung ist, sondern dass du mehr einen graduellen Schritt hast, wo du auch vielleicht zwischenzeitlich dir noch mehr Zeit nimmst. Ich finde es selber, ich bin ja Purist, aber mich fragt keiner, ob da das ist auch okay. Ich finde es eine weitere Option für die für die Firmen, die da noch mehr Berührungsängste haben, für die das gut ist, die da ein bisschen mehr Zeit brauchen, vielleicht auch, um die Leute mitzunehmen, vielleicht ist auch ein größere, für die ist das vielleicht besser. Und aber wenn man natürlich, also ich würde immer sagen, wenn man alles rausholen will aus der Holacratie, braucht man halt alle Artikel da auch. Also da geht
da geht das, ja nichts runter. Das Angebot wäre vielleicht, das ist halt ein selbstgebautes Holakratie-Bad, wenn ihr an Scrum-Bad denkt. Deswegen ist es zumindest ein in sich schlüssiges und sinnvolles Holakratie-Bad. Also plus, was ja auch gerade entsteht an anderen Stellen, wie kann man das modular einführen und was sind so die wichtigen Themen? Und das ist ja zumindest, weil ja ganz viele nie den großen Sprung wagen, baut das eine Landebahn oder eine Start, wie auch immer du das siehst. Also die Chance des Graduellen, was ja vorher nicht drin war, zumindest ein durchdachtes Graduelles, was ja nützlich ist wieder für manche. Das würde ich, so würde ich das sagen. Also sie werden gemerkt haben, dass manche, für ist der Sprung halt zu weit für viele. Also es wird ja H1 gemerkt haben. So kann man das vielleicht auch sehen. Also die Realität ist halt eine andere da draußen. Das braucht es irgendwie. Vielleicht noch eine konkrete Frage zu den Links. Ist es richtig, dass es den Rap-Link da nicht mehr gibt? Der ist Circle Rap jetzt. Was? Also es gibt den immer noch. Ah, okay. Der heißt nur anders und die Sache ist, ob der kommen muss oder nicht, ist so die Frage. Oder und auch diese Reporting-Funktion, die er immer so hatte im Superkreis zu reporten, die ist jetzt, glaube ich, weggefallen, ne? Die sowieso keiner gemacht hat. Wo gesagt haben, jetzt berichte mal über Kennzahlen und Projekte. Also ich weiß nur von, also der einzige Firma, von der ich war, oder der Berater Dietrich Janse, der, also die haben immer diese Funktion betont, nach dem Motto, es soll ein Gegengewicht geben zum Leadlink. Und der Rap-Link soll gestärkt werden und dann soll er das auch wirklich machen und das finden sie gut und so weiter. Bloß in der Praxis haben irgendwie wohl auch irgendwie 95% das machen das wohl nicht. Eher, also der Rap-Link ist halt selten da und nur wenn er eine Spannung hat. Und das für diese Funktion alleine ja, reicht diese, also braucht es das halt nicht. Und jetzt ist es, reflektiert die Fassung 5 reflektiert das halt auch, dass diese Accountability wegfällt. Wie ist das denn bei euch? Ich habe hier nochmal ein Dokument geöffnet. So. Wie ist das denn bei euch in der Praxis? Also, also jetzt, wo ihr das da jetzt implementiert bei Hullaby, wie nutzt ihr den Rap-Link? Weil ich finde, wir sagen das sogar so. Nicht schlecht, dass man da vier Augen hat und dass die sich abstimmen und dass der eine den raus, der andere das reinmacht. Ich meine, klar, in der Praxis ist es tatsächlich so, dass. Ja, ich meine, wenn ich da nichts habe, dann brauche ich keinen schicken oder dann kann ich auch selber gehen. Aber so die Idee fand ich eigentlich immer ganz gut. Wie ist das bei euch in der Praxis? Ich würde auch mal gleich spannend finden, was Heike sagt. Bei uns war es zum Start so, dass die Rap-Links gekommen, ganz zum Start, als Holakratie noch ganz frisch war, da sind sie gekommen, einfach um mal in das obere Meeting reinzuschnuppern, um dann zu merken, scheiße, hier sitzen auch Menschen, das ist genauso langweilig wie bei uns oder gut oder schlecht. Und dann war die Neugierde gestillt und dann kam halt genau die Frage, ist die Stunde wertvoll oder nicht? Und wenn ich eigentlich keine Spannungen habe, dann ist sie nicht wertvoll und sogar irgendwann hoffentlich, das gab es glaube ich seltener, das Feedback vom Leadlink, ey, dass du da einfach nur eine Stunde sitzt und dich berieseln lässt, das ist auch nicht gut investierte Zeit in meinen Augen. Ich würde wünschen, dass du das anders machst. So. Ja, ja. Und dadurch ist halt rausgerutscht und im positiven Sinne würde ich das aber sagen, dass du siehst weniger Rap-Links jetzt auch bei startenden Kreisen, weil solange wir schon Holakratie jetzt in irgendeiner Form machen und ihr das gehört haben, dass diese Kontrolle und die Sorge, dass da oben was Böses passiert, geringer geworden ist, egal wie schlecht wir vielleicht manches tun. Und es hat sich viel mehr etabliert, dass der Rap-Link jetzt auch das, wie es in der Fünferverfassung ist, nur noch dieser, eigentlich wie der Scrum Master das hier hat. Ich beseitige Hindernisse in der Organisation, die meinem Kreis im Wege stehen. Und das heißt, der wirkt hoffentlich viel mehr, das sagen wir auch immer, geh nicht zum Meeting, sondern geh zu den Rollen, wo das Problem liegt. Auch quer durch die ganze Organisation. Also der Superkreis ist ja meistens gar nicht dein Ziel. Ganz oft musst du ja in den Kreis, zwei Kreise weiter daneben, einfach mal mit wem reden, weil da Leute aneinander gerasselt sind und komm mal als Rap-Link, das bringt manchmal was. Mhm. Der ist deswegen oft dünn, das sagen die Rap-Links auch. Oft ist da gar nicht so viel zu tun, weil wir denen immer sagen, du schick doch mal bitte als erstes die Leute, die ein Problem haben. Also sofort Wasserträger zu sein, ist ja schwaches Selbstmanagement, mach doch erstmal das Problem selbst, also versuch selbst zu lösen und erst wenn du hängen bleibst, ist der Rap-Link eigentlich für dich da. Ja, ja. Hat sich das jetzt bei uns etabliert, das heißt, die Angst war auch bei den Lieblings zum Start, dass das Meeting so aufgeblasen wird, die sind aber auch entspannt, jetzt sind die da gewesen und nicht, das ist halt einfach okay. Das ist halt nichts Geheimes mehr. Aber es hat, und jetzt sind selten Rap-Links da. Aber wenn sie kommen, stört das keinen mehr. Und dann haben die halt eine Spannung und bringen die mit. Hm. Ich weiß nicht, was bei Heike war. Das fände ich auch total spannend, was ihr so macht. Weil es echt so machtmäßig hat sich das total gewandelt. Zum Start haben die Leute gedacht, wie toll. Und mit der Zeit merkt man halt, ja gut.
kommt auch lieber nicht. Ja, ich kann mir ganz kurz, also wir hatten die letzten 2,5 Jahre ganz andere Standardrollen, also nicht die klassischen Holokratie-Standardrollen und schwenken jetzt gerade, schreiben uns gerade jetzt eine eigene Verfassung, die basiert auf der Holokratie-Verfassung, also der Vierer-Version, hat aber natürlich sozusagen so eine Anpassung. Auch hier, wir diskutieren gerade über die Standardrolle Circle Wrap, die bei uns noch eine Mischung hat. Also wir haben so einen Kreis der an Loop-Managern, die eben dieses Loop-Konzept auch sozusagen als interne Kreis Organisationsentwickler so als Link in diesen Organisationsentwicklungskreis eben weitertragen sollen, und wir überlegen, ob wir diese Standardrolle eben mischen, weil die sowieso schon auch eine gewählte Rolle ist, und dann diese Accountability dieser Repräsentation dann eben auch noch bekäme. Und das ist gerade in Diskussion, aber noch nicht, da sind wir noch nicht so richtig weiter, weil wir jetzt erstmal die Verfassung auch mal abschließen wollen. Da sind nämlich noch mal ein paar andere Kniffe dann da drin, die wir jetzt auch schon so langsam etablieren und ausprobieren, während wir die Verfassung noch schreiben. Das ist ganz spannend. Ja, aber es ist im Grunde iteratives Anpassen jetzt, ne? Das ist ganz, ganz cool. Genau, also das, ich müsste jetzt weiter ausholen, um euch da total abzuholen, was wir da alle für Unterschiede gemacht haben zur klassischen Holokratie. Aber für mich ist es sehr spannend, weil wir eben genau diese, ja, wie noch eine Standardrolle, die jetzt auch noch eine Kapazität, und das ist ja so mein Thema, was ich auf der Agenda habe, auch nochmal Kapazität frisst. Wie viel Prozent ihrer Zeit müssen die das denn jetzt noch machen? Und wie viele Leute sitzen dann noch in Meetings? Also es ist genau das, was du vorhin gesagt hast, dass das so ein bisschen die Angst von ja, viel zu viel Zeit in irgendwas, was keiner braucht. Und wir haben ja dann doch einen machen, warum machen nicht das, das die Circle Leads, die haben doch das Vertrauen, die so, ja. Genau, also, aber da hast du auf jeden Fall einen Punkt getroffen, dass, wie viel Zeit braucht das eigentlich? Vielleicht noch eine Ergänzung zur Verfassung 6, was sie jetzt drin haben, ist People in Partnership and Work Agreements. So ein Artikel, den hatten wir bei Whoport eigentlich implizit auch schon als App, durch diese OMG-Kreis-App, die wir, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das hatten wir neulich auch geteilt, vor kurzem. Also mit anderen Worten, also eine Richtlinie, wo das auch drin steht, zum Thema Arbeitsvereinbarungen oder Work Agreements. Also letztlich sind das Agreements zwischen Mensch und Organisation oder zwischen Mensch und Mensch. Die jetzt nicht der Arbeitsvertrag sind, sondern auf einer leichtgewichtigeren Ebene, wo man eben Dinge vereinbaren kann, die sonst, ja, die man eben nicht auf der Ebene Rollen vereinbaren kann, sowas wie Arbeitszeiten oder Urlaubsvertretungsregelungen oder solche Sachen. Die sind jetzt, oder eben was man zwischenmenschlich voneinander erwarten will, irgendwie, keine Ahnung, kulturelle Themen. Die kann man sozusagen jetzt reingießen in diese Work Agreements. Das steckt hier eigentlich noch so drin. Und aber wie gesagt, ne, das war vorher schon sinnvoll, so ähnlich wie die Spending-Richtlinie, die Holacracy One sich selber gegeben hat. Die ist jetzt sozusagen nur für alle sozusagen kodiert in die Verfassung. Und die kriegst du sozusagen direkt mit als Pattern, wenn du die Verfassung 5 übernimmst, ohne dass du dir sozusagen noch dran patschen musst. Per Governance-App sozusagen. Von daher denke ich auch eine Verbesserung. Jo. Und was, glaube ich, vielleicht spannend ist, wenn man das letzte hast, die Hauptmechanismen haben sich ja nicht verändert. Das heißt, aus der Forschenden, wenn wir Agilisten, ich habe ja auch lange Zeit mich nur um den Kram gekümmert, ist ja immer das Neue spannend und die Feinheiten. Die sind aber eher, also, und ich verstehe das müssen die machen, aber in der Praxis sind die nicht so relevant, weil die Praxis oft gar nicht da ist, wo die neuen Feinheiten an der Bleeding oder Leading Edge sind. Das ist zwar großartig, aber es hat, glaube ich, also ich würde es auch total gerne bei uns machen, aber die Relevanz und die Kosten, die man sich einfängt mit dem Ausrollen, das wieder zu, also das ganze Wording zu ändern, ist halt unendlich groß. Deswegen ist es beim Neustarten, würde ich sofort V5 nehmen und mir das halt geben.
Es gibt auch schon die Unkenrufe oder die Fragen, die wir in den Diskussionen hatten, wo so selbst die Frage aufkam, wenn Leute lange Version 4 machen, werden die vielleicht auch einfach damit nur weitermachen, weil die Investition, das zu ändern, zu groß ist. Das Umlernen, das da nicht wert ist in dem Moment von Begriffen und Zeug. Bin ich gespannt, weil wenn man lange Zeit das dann auseinanderzieht, wird es ja irgendwann auch wieder blöd, ne? Warten wir mal auf Version 6. Ja, es ist, ich glaube, die 4.1, das Windows 98 der Holokratie. ja, Ulrich, hast du erstmal was bekommen, was du brauchst, oder wollen wir noch ein bisschen länger über die Verfassung im Ruf reden? Hey, alles gut. Okay. Du kannst meins, glaube ich, auch abspielen. Das ist ja super. Meine Frage wäre, habt ihr damit Erfahrung gesammelt oder was gemacht? Das wäre so die Frage. Also hat sich jemand da tiefer reingegraben und so? Und das fand ich so, das war mir wichtig, weil wir ja auch gucken und uns fragen, also ich finde sie jetzt begeisternder als zum Start. Das habe ich ja schon mal durch mein Werben rausgefunden. Aber ich wollte gerade Leute finden, die sagen, boah, wir machen das und das ist ja Hammer, weil ich für uns gerade mich auch frage, was heißt das? Also wenn da jemand was hat, trag gerne bei, sonst bin ich damit fertig. Aber weil Heike zumindest schon mal die Namen benutzte, arbeitet ihr auf V5, wenn ihr schreibt? Oder du sagtest eben Circle, du bist stumm noch. Ja, genau. Nee, bei uns heißen die schon Circle Leads, die Lead Links. Also wir haben eh insgesamt andere Namen genommen, aber die Verfassung bei uns basiert auf der 4.1, im Grunde. Aber wir haben jetzt im Grunde schon die Namen, weil die bei uns eingängiger waren als die alten. Cool, danke. Ja, dann bin ich glücklich schon. Wenn ihr was habt, bringt das total mal mit, das fände ich spannend. Eine Notiz, ich habe eben heute erfahren, dass es Bemühungen gibt, die V5 jetzt auch auf Deutsch zu übersetzen. Bei Dwarfs & Giants hat mich mit Patrick da auch mit eingeklinkt ins Übersetzungsteam, dass wir da irgendwie versuchen, mit darauf einzuwirken, dass die auch so wird, dass wir die schön finden. Ist ja immer so, wenn du dann wenn du mitgestalten kannst, dann ist ja gut. Dann besser, als sich dann hinterher zu beschweren, dass das dann doof ist oder so. Genau, das nur so als Randnotiz noch. Okay, Klaas, du hast alles, ja? Ich bin total glücklich, danke. Gut. Gut, wir gehen weiter zu Zufallsauswahl. Ulrich, Entschuldigung. Okay. Passt insofern vielleicht ganz gut. Ich habe ja eben schon über das Schneiden der Kreise gesprochen und hier ist es jetzt quasi das Schneiden der Rollen, wenn man so will. Klaas hat ja vorhin mal von einer Rolle gesprochen, Rolle Developer, und die ist dann auch mehrfach besetzt. Und was dann ja gerne mal passiert ist, dass man dann Diskussionen führt, was denn so ein Developer jetzt eigentlich dann alles so machen muss. Und dann kommt halt einer auf die Idee, naja, ich bin aber nur Backend-Entwickler, also bin ich Backend-Developer, und dann ist der nächste halt Frontend-Developer. Und irgendwann geht das dann immer weiter, dass man dann sozusagen so viele Rollen hat, wie dass man genau das drin stehen hat, was man selber noch Bock hat zu machen und den Rest nicht. Und je kleiner ich die schneide, desto mehr nähere ich mich ja Rollen an, die irgendwie ein Automat machen kann. Und je komplexer und größer die sind, desto eher menschenlike sind die Rollen, sage ich jetzt mal. Und ich wollte euch fragen, ob ihr so eine Art, keine Ahnung, Best Practices oder Kriterien habt, wo ihr zum Beispiel auf diesen Umstand einfach da mal hinweist, wenn es dem darum geht, in einem Governance-Meeting oder so, muss ich das jetzt noch weiter zergliedern oder nicht, dass man irgendwie so eine Art Best Practice-Kriterien hat, mir fällt jetzt keiner ein, aber wenn die Accountabilities-Liste dann länger ist als, oder die Abgrenzungen länger sind als die eigentliche Purpose oder so, dass man dann irgendwie Stopp macht. Das war eigentlich so meine Frage in die Runde. Also das ist eine Frage, die auch öfter kommt. Wie sehr muss man sozusagen die Accountabilities ausbuchstabieren? Ist das so ein bisschen da drin? Nee, oder es ist mehr von der Größe? Also wie weit ich eine Rolle, bleiben wir mal ruhig bei diesem Beispiel, Developer eignet sich, glaube ich, ganz gut. Ich kann Developer sagen, ich kann Front- und Backend-Developer sagen, ich kann Backend für REST, für keine Ahnung was, ich kann Backend für den DB-Layer, ich kann für die und die Frameworks, ich kann sagen, ich bin Programmierer für die Programmiersprache, aber nur in der Version so und so. Ich kann das ja immer weiter zerteilen. Ja,
Okay. Und DevOps und Architekt hast du auch noch, ne? Das ist ja auch oft was so da ja, passiert, das, ne? Das ist und eigentlich ganz oft ein Punkt, ne? Developer und Architekt, das ist ja gerne, es gibt welche, die wollen gerne Architekt auch sein und dann gibt es welche, die wollen damit bloß nichts zu tun haben und dann, und es geht ja aber eigentlich darum, ich meine, auch das ist ja wieder Ziel der ganzen Geschichte, dass die Leute zusammenarbeiten und dass die sich eben nicht in Königreiche zurückziehen, sondern eben dazu bereit sind, mit auf den anderen zuzugehen und da zusammen was zu machen auch. Und ja, genau, das, also genau, ob ihr, wenn ihr über so Rollen sprecht und die sich weiter aufdröseln oder die auch zusammenführt, also, ob ihr da irgendwie so. Also eine Sache vielleicht nur, die mir jetzt dazu kommt, ich hätte fast sozusagen den Standardtext runtergeleiert zum Thema, okay, wie lang sollte sozusagen eine Rollenbeschreibung sein oder so, das schenke ich mir jetzt. Aber was mir dazu kommt, ist sozusagen die Perspektive des Leadlinks auf die Kreisgovernance, der ja auch ein bisschen gucken muss, ob die auch übersichtlich ist oder nicht, ob die so passt. Das heißt, wenn der Leadling da was fühlt aus der Rolle, eine Spannung mit, dass es zu fisselig wird, dass der dann mal sagt, okay, ihr Jungs oder Mädels, wir fassen mal diese und diese Rolle zusammen und die Accountability fällt mal verschmolzen, um das mal ein bisschen, das Dickicht so ein bisschen zu lüften und auch vielleicht das tote Holz da auch zu entfernen, was ja auch so sich da ansammelt mit der Zeit, weil additiv sind wir immer alle gut, also immer noch was mehr dazu, aber subtraktiv, essentialistisch, also was ist sozusagen, was kann eigentlich also aus der anderen Sicht drauf zu gucken, was muss eigentlich wirklich da sein, damit der Kreis funktioniert? Oder wie können wir auch einen Purpose allgemeiner formulieren, damit zwei Rollen zusammengehen wieder? Und also das ist so die Frage, ne? Und dann natürlich hat das ja mit den Menschen zu tun, wie die ihre Rollen dann oder ihren Job auch auslegen und was sie wozu sie Bock haben und so. Das ist, glaube ich, auch ein Leading-Aspekt zu sagen, guck mal, du bist hier eingestellt und du hast, ne, als Developer und ich so und also das verstehe ich. Das so sozusagen runter zu schachteln, das weiß ist nicht. Teil der Antwort. Die Frage ist sozusagen, wann macht es bei dem Liebling Klick und er sagt, oh, jetzt greife ich ein. Also habt ihr dafür sozusagen eine Art Idee, wann wird es denn fisselig oder wann wird es denn zu groß oder okay. Wann erfüllt es denn nicht mehr den Purpose? Oliver hatte eben eine Idee, ich würde da mal, ich habe auch noch was, aber der hatte eben schon gezuckt, habe ich gesehen. Ja, ich habe deswegen gezuckt, weil das, was du beschrieben hast, kenne ich sehr gut. Ich meine, ich habe in der Holokratie gearbeitet, ich habe auch im agilen Mindset gearbeitet und in beiden Situationen tritt das genau das Phänomen auf und die Frage ist, warum machen Leute das? So. Und ich meine, das ist ja genau immer das Problem auch als Coach. Du hast ja selbst eine These, aber meine These ist tatsächlich die dabei, dass Leute in dem Moment, wo sie Verantwortung abgeben, um es nicht mehr machen zu müssen, werden sie anfangen, ihre Aufgaben immer kleiner zu schneiden. Das ist übrigens auch ein klassisches Pattern aus den klassischen Arbeits- oder Organisationsmethoden, weil je kleiner du deine Verantwortung machst, desto weniger kannst du auch dafür angegriffen werden. Im agilen Mindset geht es ja genau um das Gegenteil davon. Also es geht ja darum, dass ich die Verantwortung für alles übernehme, damit ich dann das Ding komplett verantworten noch auf die Straße bringen kann. Und letztendlich funktioniert ja Holokratie genau in dieselbe Richtung. Ich soll ja in meinem Purpose für einen bestimmten Teilbereich komplett verantwortlich sein. Und ich mache die Rolle nur deswegen, dass ich auf jeden Fall immer einen dedizierten Ansprechpartner habe. Also eigentlich ist jede einzelne Rolle ja tendenziell sogar für mehr verantwortlich. Und nur die Teile, die jetzt ganz speziell explizit mal festgelegt werden sollen, die werden ja nochmal fest aufgeschrieben als Accountability, damit das einfach nochmal klarer wird. So. Worauf ich hinaus möchte, ist wieder ein Schritt zurück, ist, was ist die Haltung der Leute selber? Und da gebe ich zum Beispiel Dennis komplett recht. Also wenn der Leadlink feststellt, irgendwie ist die Haltung hier komisch. Ich habe den Eindruck, dass die Leute sich aus ihrer Verhandlung rausziehen. Und jetzt komme ich genau der spannende Punkt dabei auf. Es geht halt eben nicht mehr nur darum, dass das also von der Governance her passt oder von der Technical, sondern von der Haltung der Leute. Also im Miteinander ist da irgendwas nicht in Ordnung. Das ist dann zum Beispiel auch genau der Bereich, wo es eigentlich aus der Holokratie rausgeht und eher mehr in so ein Coaching reingeht, nämlich auf die Frage, sag mal, gibt es irgendein Problem, über das ihr nicht reden wollt oder könnt? Also es ist eine Vertrauensfrage, die auftritt. Und also der Hinweis von Dennis ist insofern auch sehr, sehr wichtig, weil der Leadlink durchaus auch in der Lage ist, einfach mal zu sagen, okay, hier gibt es irgendwie ein Problem, ich muss mal jemanden dazu holen, der sozusagen genau das facilitiert. Und zwar nicht holokratisch, sondern eher auf der coachenden, auf der Miteinander-Ebene, auf der persönlichen Ebene. Dem M,
dem MNOMG. Also wenn die Leute Angst haben, dass sie, da steckt ja Angst drin, dann sage ich, ich mache meinen Bereich so klein, damit ich nicht angegriffen werden kann. Aha, Thema, ich höre daraus, psychologische Sicherheit. Wie ist es denn im Team? Ist die psychologische Sicherheit gegeben? Und dann haben wir natürlich jetzt genau ein unholakratisches Thema, also eins nämlich von Teamklima oder sowas, dass jetzt man jetzt nicht sinnvoll holakratisch dem beikommen kann, außer wenn man sagt, wir haben jetzt eine Rolle Coach und Mediator, der sich um diese Themen kümmert oder so. Aber inhaltlich ist es ja erstmal in dem Gemeinschaftsraum und nicht in keinem organisationalen Raum beheimatet. Genau. Und das zu spüren, ja, da brauchen wir halt auch Menschen. Also da können halt nicht nur Leadlink-Automaten rumlaufen, sondern die müssen ein bisschen reinfühlen. Und die Haltung, finde ich, ein ganz wichtiger Hinweis von Oliver. Ja, was ist die Haltung? Und gucke ich aufs Ganze, weil das ist ja genau, nutze ich die Holakratie als Tool, um mich schadlos zu halten, oder nutze ich das, weil ich für den Purpose gehe und den Purpose des Ganzen, also sozusagen ich fühle den Purpose des Kreises, nicht nur meiner Rollen. Also ich bin eigentlich immer Diener zwei Purpose-Formulierungen, nämlich den meiner Rollen und dem des Kreises und der Organisation als Ganzes. Also das sind so diese drei Ankerpunkte, die ich mir selber geistig setzen würde. Und wenn ich da aus dem Alignment komme mit einem von denen, dann ist irgendwas falsch. Da stimmt meine Haltung nicht, aus meiner Sicht. Genau, vielleicht noch spannend für dich, weil wir haben das ja oft gehabt. Ich würde halt sagen, das Spannende ist, hat Oliver quasi dadurch gesagt, dass er meinte, auf die Menschen gucken. Manchmal würde ich sagen, was können die Menschen gerade in sich halten? Ich habe ganz verschiedene Kreise erlebt und es gibt nur die richtige Governance, leider doch, für die Menschen, die im Kreis wirken. Wenn die Menschen viel Unsicherheit haben, wird die Governance feiner sein und kann Sicherheit geben. Dann hast du feinere Accountabilities und ich kriege schon das Spucken teilweise, also finde es wirklich schrecklich. Aber das ist einfach die Realität, die da ist. Es braucht eine Rolle mehr und die Rollen haben nicht 3 oder 4 Accountabilities, was ich eher eine ganz nette Größe finde, sondern 10. Aber gleichzeitig, wenn du in Gespräche gehst, das mitkriegst, ist das gerade das, was es braucht. Die haben quasi ihre gesamtes Wirken und Jobdescription da stehen und dann können sie damit aber arbeiten und fühlen sich wohl und haben eine Klarheit in der Art, wie sie zusammenarbeiten. Und wenn das gerade das ist, was sie brauchen, wäre natürlich toll, wenn disziplinarische Führungskräfte, die eigentlich die Menschen bei uns, also dieser Gedanke, die Leute, die PE machen oder mit den Leuten wirken, auf was anderes hinwirken. Aber gerade für die Firma, wenn das ist, was funktioniert, ist großartig. Ich würde immer gucken, was funktioniert wirklich, dass es ein gutes Wirken im Kreis ist. Und natürlich ist, und das ist das, wenn das, was Oliver gesagt hatte, kompletter ist, dann hast du nur noch eine Rolle. Eigentlich hast du den Kreis, wie Dennis das sagt, eigentlich arbeiten wir doch alle auf den Purpose hin und wir sind alle Kernmitglied ohne Rolle. Leicht übertrieben gesagt, können wir also eine multigefüllte Rolle machen und arbeiten perfekt. Wir brauchen gar keine Differenzierung mehr, weil wir es trotzdem hinkriegen, ad hoc, ohne dass es Zeit kostet. Und dazwischen spannst du jetzt einen Schieberegler auf. Wie viel Differenzierung braucht es, dass wir gut wertschöpfend unterwegs sind, ohne Zeit zu verschwenden? Schön wäre so wenig wie möglich. Also immer wieder das runterschmeißen, aber nicht künstlich was wegnehmen, wo die Leute dann ihre Sicherheit verlieren. Das ist halt das Thema. Und deswegen hast du zu den gleichen Tätigkeiten total unterschiedliche Kreisdefinitionen. Und das ist das Mindset, die Fähigkeit, die psychologische Sicherheit der Menschen. Ich würde immer gucken, dass es oft weniger wird, bei manchen halt auch mehr. Und wann würde ich mehr machen? Wenn die Leute eher im Konsens sind? Bei Entwicklern ja ganz viel. Wir müssten mal ein Framework updaten. Und jetzt machen sie also 2 Stunden Diskussion. Ich war auch mal Softwareentwickler. Und gehen ergebnislos raus und sagen, wir machen ein neues Meeting, um das wieder 2 Stunden zu diskutieren. Wenn ich das heute einmal mitkriegen würde, würde ich als Leadling eine Rolle schaffen, da jemanden hart reinsetzen, der das macht und sagen, es ist deine Entscheidung. Ist mir egal wie, red so viel du willst mit den Leuten, aber ich will von dir eine Entscheidung, das ist dein Job. Und das auch den Leuten so sagen. Also da ist mir egal, aber nochmal 4 Stunden mit 6 Leuten ist zu teuer für die Entscheidung. Gib Gas und dann brauchst du mehr Rollen, um eine Verantwortungsklarheit hinzukriegen. Kannst nicht multibesetzt sein. Aber wenn dieser Streit nicht aufkommt, dann kannst du halt große multibesetzte Rollen haben. Also für mich geht es immer um diese Konsenssoße. Wenn die losgeht, dann würde ich anfangen zu differenzieren, um mir eine Verantwortung rausgreifen zu können. Das so als Gedanke. Und deswegen ist leider echt so, du musst bei jedem Kreis drauf gucken. Was ist die Konstitution der Menschen? Was können sie aushalten? Und das ist leider bitter manchmal, was du dann siehst. Also dass du da, ich habe früher gesagt, ich muss alle auf Amok und heute merke ich, okay, das musst du einfach, das ist genau das Richtige, was hier passiert.
Also muss ich mich als Coach viel besser handhaben. Es gibt nur imperfekte Governance, ne? Übrigens. Und auch immer nur solche, die der Wirklichkeit irgendwie hinterherhinkt, sozusagen. Das muss ich auch klar machen. Ja, und vielleicht nochmal der letzte Punkt, dass man nochmal sagt, genau, es gibt eine Rolle, von der man erwarten kann, dass sie gestaltend auf die Governance einwirkt, wenn es kein anderer tut. Dann ist es die Leading-Rolle, die dann auch vielleicht nochmal Sachen vereinfacht und zusammenfasst wieder und wegschneidet, was da wild gewuchert ist. Aber das ist dann auch so, dann sind die Leute auch zu wenig jetzt vielleicht abgeholt in der Leading-Rolle, das zu verstehen, dass sie das können und sollen und dass das Teil ihres Jobs ist. Das ist jetzt nicht selbst evident, wenn man anfängt mit der Holokratie, würde ich sagen. Okay. Ich würde sagen, das zusammenfassen fühlt sich so an. Also die Zusammenfassung wäre für mich, was ihr gerade gesagt habt, das kann Ulrich mal spiegeln, ob es das ist oder ihr, das wäre mal wirklich spannend. Wenn zu viel Verantwortung nicht gegriffen wird und zu viel Konsens ist, würde ich mehr Governance schaffen, wäre so mein Gedanke. Und wenn zu viel Angst und Unsicherheit da ist, würde ich natürlich mit den Menschen arbeiten, aber versuchen zu vereinfachen und weniger Governance zu schaffen. Also wenn aus Angst Sachen geschaffen wird sozusagen, dann würde ich es vielleicht zurückschieben, dass man was anderes braucht. Also, und das Ziel ist ja, ich will dahin, dass das für die Menschen perfekt fließt. Das ist halt die Frage, aus welcher Ecke ich bin. Das wäre mal spannend. Was wäre so die Zusammenfassung? Weil Ulrich schüttelt schon den Kopf, also habe ich es nicht gut. Mach mal. Ich glaube, der erste Teil, dem würde ich dir zustimmen. Beim zweiten Teil weiß ich nicht. Da habe ich es vorhin genau andersrum gehört, dass wenn die Leute Angst haben, dass man dann eigentlich weiter aufsplittet, um ihnen sozusagen Sicherheit zu geben und sagen, nee, du machst ja nur die drei Sachen, ist okay, ne? Also der zweite Teil weiß ich nicht, ob das die Zusammenfassung ist. Also ich meine, am Ende des Tages ist es ja so, wie ihr alle gesagt habt, das ist natürlich eine Haltungsfrage und es ist auch vollkommen richtig klar, das muss immer jeweils dann passen. Mir ging es ja nur darum, mal zu überlegen, ne, du hast ja vorhin selber implizit was gesagt. Also wenn du jetzt in den Kreis kommst und da haben alle Rollen 15 Accountabilities, dann wirst du wach. Ne? Dann genau, dann kriege ich einen Schock. Ja, und das meinte ich jetzt mehr so, ne, dass man quasi so einem Leadlink auch quasi so eine Art Hilfestellung geben kann, weil ich meine, der ist ja, muss man auch wieder sehen, der ist ja dann bei den Governance-Meetings dabei, der hört sich die Diskussionen an und irgendwann siehst du vielleicht auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und dann ist es ja vielleicht ganz gut, wenn jemand mal von außen kommt und sagt, hier pass mal auf, folgende 5 Dinge beobachte ich hier, die deuten darauf hin, dass du dir mal überlegen kannst, ob die Rollen eigentlich noch so richtig sind, ja. Und das meinte ich ja so. Aber in der Tat, das ist, glaube ich, schwierig, weil es eben wirklich abhängig vom Kreis, was auch der Inhalt des Kreises ist, von den Leuten natürlich. Vielleicht gibt es da nicht sowas, nach dem ich gerade suche. Und vielleicht ist das auch gar nicht nötig. Das weiß ich auch nicht. Also, aber ich würde immer sagen, 8 plus oder 7 plus, da kriege ich immer einen Schock. Vielleicht sogar schon auf 6 plus und teilweise, wie die so sind. Dann, und meine Frage ist nur immer, oft haben die einen schlechten Purpose, was immer funktioniert, wenn es zu groß ist. Nochmal, weil die Leute, die viele Accountabilities brauchen, können meistens auch nicht gut globaler denken, also abstrakter. Wenn man also schafft, mit denen immer wieder, was machst du, oh, warum machst du das? Also mit dem Warum einen Purpose zu finden vielleicht. Und dann sagst du wieder, was funktioniert von all dem, wenn du den Purpose anguckst, den wir gerade gefunden haben und deine 10 Accountabilities, was funktioniert automatisch? Also was machst du eh? Und dann sagen die Leute, ja, das ist ja klar, das ist ja klar. Und dann kannst du die alle wegschmeißen. Und bei manchen sagen sie, nee, das muss da stehen. Und dann hast du durch die Diskussion, durch einen besseren Purpose, und ey, wo ist jetzt, wenn wir es löschen würden, wo kommt der Schmerz? Hast du im Gutfall aus 10 Accountabilities und schlechten Purpose, besseren Purpose und 3 Accountabilities gemacht? Und das ist nützlich, das kann man unterstützen, beraten, sozusagen. Dann gibt's, also es gibt diesen Unterschied zwischen Purpose und Accountabilities, was Klaas sagte, der Abstraktionssprung ist ja größer, vom der Purpose, da passt ja ganz viel drunter, aber diese Grade, die gibt es auch zwischen Accountabilities selber. Es gibt manche, die sind sehr granular und die könntest du eigentlich zusammenfassen, 3, 4, 5 und irgendwas, einen gemeinsamen Nenner davon finden und die so aufschreiben, dass die auch flexibler interpretierbar sind. Nämlich, dann steht da nach Ermessen oder nach einem angemessenen Zeitraum XY tun oder sowas. Statt jetzt reinzuschreiben, nach 3 Wochen muss das und das passieren. Oder also solche, wo man sagen könnte, da sind manchmal die Accountabilities kann man manchmal noch sinnvoll zusammenfassen, sodass man dann auch
mehr durchblickt. Weil das ist ja auch so, wenn du so eine Liste von 15 Accountabilities hast, wer liest sich den Scheiß denn noch durch? Also das muss doch irgendwo noch übersichtlich sein. Und das ist vielleicht so die, worauf der Leadling achten muss, dass er sagt, okay, wo hört es auf, übersichtlich zu sein, und wo sind auch anlasslose Dinge drin? Anlasslos im Sinne, was Klaas sagte, wo ist denn der Schmerz, wenn das nicht da ist? Ne? Also wenn du es nicht aufschreibst. Wir sollen ja eigentlich, und das hat Oliver auch gesagt, eigentlich braucht dir die Rolle ja nur ihren Purpose und läuft los, und die Accountability ist ja nur für die Außenwelt der Rolle sozusagen, was die Außenwelt spezifisch von der Rolle erwarten will. Und die Rolle höchstens sagt, okay, ich brauche 1, 2, 3 Reminder, was so die Haupttätigkeiten sind. Und das sind dann vielleicht die 3 Accountabilities, die da dranhängen, damit ich nicht vergesse, dass ich noch X und Y und Z machen muss. Okay, fair enough, das kann man dranhängen. Aber darüber hinaus ist es wirklich, werden die eigentlich kreiert, nicht durch die Rolle selber, sondern durch die anderen Rollen. Die wollen Accountabilities von mir haben. Ich will die gar nicht von mir haben. Ich weiß ja, was ich mache. Ich weiß ja, was mein Job ist. Ich weiß ja, was ich will in meiner Rolle. Ich habe ja einen Purpose, der reicht mir ja. Dass man das so versucht zu verstehen und dass die Leute das auch mehr und mehr so verstehen, dass sie merken, okay, welche der Accountabilities sind wirklich von außen an mich herangetragen worden als Erwartungen, die ich vielleicht selber so nicht hatte, die deswegen, wo es deswegen gut ist, dass die zu haben, weil wenn sie nicht da wären, gäbe es Schmerzen, und wo sind es wirklich sozusagen nur die Dinge, wo ich sage, ich mache aber auch noch das und ich mache aber auch noch das, ich mache, wo ja Sachen, wo alle sagen, ja, es interessiert uns nicht, solange der Laden läuft. Das ist dann manchmal noch so, ich mache doch noch das noch und das noch. Ja, ist ja toll, dass du da, also, aber das braucht es gar nicht, interessiert keinen. Ja, weil das macht keine Spannung, wenn es da nicht steht, weil du machst es ja eh. Hm. Das ist dir ja klar. Hm. Okay. Vielleicht so als Kriterien haben wir ja doch noch ein bisschen was rausgearbeitet. Ja, ihr habt mir auch genug zu denken gegeben. Insofern, das passt schon. Spannung erstmal bedient. Cool. YouTube, Klaas. Ich wollte nur einen Werbekanal machen. Manche Sachen kommen da so rein. Nee, wir machen ja intern Videos und andere Sachen teilweise. Und deswegen, weil wir sagen, manche Sachen können wir einfach teilen. Wir haben ja irgendwie diese allgemeine Hola-B-Seite, ne? den Blog oder sowas, wo wir versuchen, immer mehr Ressourcen jetzt hinzuschicken, die wir intern haben, die aber man rausschieben kann. Und wir haben auch einen YouTube-Blog, und zum Beispiel zu Projektmanagement, Holakratie, so ein bisschen Portfolio-Fragen. Bald werde ich das Scrum-Video auch nochmal da drauf schieben, wo es darum geht, genau diese Rollensache war da ein bisschen drin, mit der Developer-Rolle, und wann teile ich sie auf und wann vielleicht nicht. Das schmeißen wir dahin. Also wenn wir Erkenntnisse haben, die wir spannend genug finden, um sie intern zu skalieren, dass Leute da drauf gucken können, wenn da nichts drin ist, also wenn wir sie schaffen, wegen Copyright und anderen Sachen rauszustellen, dann ballern wir sie auch hier auf den Blog und auf YouTube. Nur, dass ihr das wisst. Also da fangen wir gerade mit an. Wir haben ja schon Sachen gemacht, und jetzt geht es gerade darum, was kann man so teilweise umziehen. Und das sind dann immer irgendwelche internen Videos, die wir, weil das Thema oft aufkam, irgendwann gesagt haben, boah, das 13. Mal lohnt es nicht, das in einem halbstündigen Telefonat zu klären. Ich mache mal ein Video, guck das mal, lass uns dann diskutieren. Genau, das ist so der Gedanke. Und das will ich nur sagen, also wenn ihr da drauf guckt, und natürlich nehmen wir gerne Thumbs up und alles, aber auch gerne Fragen und anderes, ne? Also wenn ihr da was habt, wir wollen ja gucken, dass mal in Deutschland langsam mehr das ganze Wissen auch mal öffentlicher zusammengetragen wird, weil es ja fast nichts gibt, wenn man sucht, ne? Wie kann man das eigentlich machen, außer Medium und H1, und im Deutschsprachigen gibt es ja fast nicht. Dann habt das gehört, und das wollte ich nur sagen. Und deswegen, wenn ihr dann, falls ihr euch was anguckt und Feedback habt, ist das total gern gesehen. Ihr wisst ja, man kriegt selten welches. Also meldet euch gerne. Das reicht schon, das war alles. Ich wollte es nur teilen. Danke also. Ja, sehr gerne. War das jetzt ein Checkout, oder? Nee, das war erstmal, ja, auch mein Checkout nehme ich dazu auch, genau, dann noch, und danke, genau, war schön, war ja doch dann wieder voll die Zeit. Mich hat es gefreut gerade, also für mich war das Highlight auf jeden Fall nochmal die DB-Erfahrung und das wieder einzugucken, weil es, ja, da merkt man immer, wir sind auch gut davor, und bei uns ist überall das Gleiche los, auf irgendeiner Stufe, an unterschiedlicher Geschwindigkeit vielleicht, aber es geht immer durch die gleichen Sachen durch, das ist total fein, das gibt mir immer Gelassenheit. Danke dafür, bis bald mal. Oliver, dein Checkout. Ich fand's klasse. Also ich bin sehr froh, dass ich mit dabei war, weil ich einfach nochmal mein Wissen und auch nochmal mein sozusagen mal das, was ich so für mich mitgenommen hatte, nochmal prüfen konnte. Und ich fand die Runde auch sehr schön. Und
Ja, Heike, ich glaube, wir sollten uns mal ein bisschen unterhalten, später nochmal, wenn du Lust hast. Sehr gerne. Dann Uli. Ja, ich fand es auch wieder gut. Diesmal noch viel mehr Inhalte als beim ersten Mal. Angeregtere, breitere Diskussionen. War wieder gut. Freue mich schon wieder aufs nächste Mal, weil es ist ja jetzt nun nicht so, dass es das an jeder Ecke gäbe, ne? Also insofern bin ich echt auch sehr dankbar, dass ihr da von Hulabi aus diese Energie reinsteckt und das auch wirklich nach außen tragt, in die Gesellschaft, wenn man so will. Denn so viele Möglichkeiten gibt es da nicht. Und gerade im deutschsprachigen Raum, jetzt auf Deutsch, und ich finde da Sprache auch immer durchaus wichtig, weil es ja dann doch manchmal um Eingemachtes geht. Also nein, super, vielen Dank wieder und bis zum nächsten Mal hoffentlich für alle. Und Heike. Genau, ja, ich schließe mich an. Also aus der agilen Community da gibt es ja Millionen Meetups und Gruppen und Möglichkeiten. Und als ich mich dann hier auf diesen Weg gemacht habe, war ich erstmal ein wenig geschockt, woran sollte ich mich denn orientieren in der Praxis? Da bin ich ja dann, ich weiß gar nicht mehr, über welche Quelle hier auf diese Runde gestoßen und fand schon das letzte Mal, da war ich noch so ganz am Anfang meiner Reise, da habe ich die meisten Worte nicht verstanden, die gesprochen wurden. Jetzt bin ich schon etwas weiter. Vielen Dank für das Interesse und auch für die Bearbeitung meiner Tension. Das hat mir auch nochmal weitere Möglichkeiten aufgezeigt, das bei uns zu bearbeiten. Ja, ich freue mich auch aufs nächste Mal und wegen Rausschneiden, da müssen wir wirklich nochmal gucken, weil ich glaube, ich war sehr offen und habe das auch sehr genossen, aber ich glaube, so in die ganze weite Welt würde ich manche meiner Sachen jetzt nicht tragen, einfach weil ich nicht genau weiß, wer das sich dann alles anguckt und sollten wir wirklich nochmal schauen, dass dann bin ich so ein bisschen unsicher jetzt gerade. Genau, ja, aber ich danke euch sehr für die Runde. Ich fand die auch sehr, sehr angenehm und freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank. Bleibt nur noch mir, euch auch allen zu danken für eure Teilnahme. Es war wieder sehr, ja, sehr reichhaltig und es ist einfach schön, diesen Austausch schon zu haben und Erfahrungen nebeneinander legen zu können und zu gucken, okay, wie geht ihr damit um und wie gehen wir damit um und auch sich selbst zu vergewissern, wo steht man da oder was sind sozusagen die typischen Probleme, die so auftauchen. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder in einem Monat hoffentlich oder ich weiß gar nicht, wie der Rhythmus war, monatlich oder zweimonatlich? Wir hatten, glaube ich, 2 Monate überlegt. Das war, glaube ich, weil ein Monat du siehst ja, ne, alle 2 ist schätzungsweise realistisch, haben wir auch damals schon gesagt. Wir hatten ja auch bei unserem internen Kleidungskreis. Genau, also Einladung kommt und wegen Video gucken wir nochmal, wie wir das dann aufbereiten. Mein Tipp wäre einfach, das ganze Video direkt löschen und gibt keins. Das Schneiden lohnt ja nicht und ist ja voll okay. Es ist ja, wir wollen eher den Raum haben, oder? Also ist aber, ich bin da ja auch nicht so. Ich weiß nicht, Kollegen würden es vielleicht gerne, also ich kann mir vorstellen, Patrick und so würde das vielleicht gerne sehen. Aber ja gut, genau. Wie auch immer, können wir ja noch sehen. Wenn sie sich die Mühe machen möchten, das zu schneiden, dann sonst verwerfen wir das, das ist auch okay. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und gute Praxis. Ja, danke schön. Bis bald, vielen Dank. Ciao. Schönen Abend.